Onkel, ja, was ist denn heute los? Samstag, 20.04.24? Ja. Also vor 40 Jahren gab es einen ollen Schlager. Ich weiß nicht, wer ihn gesungen hat. Auf dem Karussell fahren alle gleich schnell. Es gibt Leute, die fahren auf dem Karussell noch schneller als ich selber. Sie müssen aufpassen, dass sie nicht geblitzt werden. Ich hatte heute Morgen schon Kontakt mit meinem Kumpel in Argentinien. Du hast doch Zeit, du kannst da und dahin gehen. Guck doch mal nach, mach doch mal dies, mach doch mal jenes. Kannst du für mich mal Lottoschein ausfüllen? Ich habe zwei Kumpels aus meiner engeren Umgebung nur heute wirklich rausgekickt. Sie sind aus dem Karussell ausgestiegen. Sie wissen es nur noch nicht. Sie wissen nicht, dass wir eine andere Zeit haben und nicht mehr die 70er Jahre. Mit dies, das, jenes, dass wir eine andere Zeit haben und dass nur noch Leute in meinem Umfeld Platz haben, die auch zu meinem Tempo passen. Und wenn sie was vor mir wollen, melden sie sich. Sie schreiben große Sätze, schicken schöne Fotos, machen dies, das und jenes. Eine Hand wäscht die andere, aber eine bleibt schmutzig. Ich will nicht, dass meine Hand schmutzig ist. Schmutzig bleibt. Manchmal wollen sie dir auch noch den Arm auskugeln und den Arm rausreißen. Hab's eine Weile nicht kapiert, aber dieses Konzept ist schon lange nicht mehr tragfähig. Nee, ich möchte gute Nachrichten senden. Ich möchte gute Botschaften senden. Ich weiß, dass die Welt nicht so ist momentan. Sie ist fürchterlich. Die Bilder, die kommen von allen Seiten, sind kaum auszuhalten. Ich kann sie nacherleben. Ich will sie aber nicht nachempfinden. Ich will beweglich bleiben. Jo, es dauert noch eine Weile, bis das alles sichtbar wird, was hier mit uns passiert. Ich mach da nicht mit, ich bin da schon eine Weile raus. Es ist nur putzig, dass bestimmte Kumpels immer und immer wieder versuchen, mit den alten Konzepten bei mir zu landen und mir eine Rippe rauszuschälen. Nee. Die Zeiten sind vorbei. Ist auch vorbei zu klagen und rumzumeckern und rumzusülzen. Das Leben ist viel zu schön, viel zu kurz. Es geht viel zu schnell vorbei. Ich habe meinen 25 Jahren Erfahrung Krankenhaus mit dem weißen Kittel, den habe ich weggestellt. Weggestellt, weggeschmissen. Viele Menschen sind auf die andere Seite gegangen. Ich habe sie dabei begleitet. Und dabei hätte ich beinahe mein Leben vergessen, selbst glücklich zu sein. Lebendig zu sein, die schönen Sachen des Lebens zu sehen, zu erkennen. Sinn kommt von Sinnlichkeit. Ich lasse mir keine fremden Sinnlichkeiten mehr aufdrücken. Nee, ich bleib einfach der dicke Onkel. Und jetzt? Jetzt halte ich meine Klappe. Und bin ganz still. Ja, und trinke meinen Kaffee. Und lebe einfach weiter. Ja. Weiterleben, glücklich bleiben. Ja.